Recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, Dir Tag. Heute mit diesen Themen. Landeshauptmann Wallner dankte engagierten Einsatzkräften aus dem Sicherheitsbereich. Das Bockbierfest 2015 steht in den Startlöchern. Und es gibt wie gewohnt die News, Sport sowie Wetterinformationen. Am Mittwochabend fand auf dem Gelände der Brauerei Frastanz ein ganz besonderer Dankeabend für die Blaulichtorganisationen vor Radlberg statt. Wir waren mit dabei. Der Dankeabend des Landes richtete sich an die in Vorarlberg tätigen Organisationen im Sicherheitsbereich, welche durch Ausschussmitglieder und Führungskräfte vertreten waren. Mehr als 800 Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Samariterbund, Berg- und Wasserrettung, Feuerwehr sowie Polizei und Bundesheer folgten der Einladung. Durch den Abend führte Kabarettist Markus Linder. Wenn man diese Bilder sieht, ist es ziemlich eindeutig. Der Wert der Blaulichtorganisation für ein Land wie Vorarlberg ist eigentlich kaum in Worte zu fassen. Wenn man jetzt die Bilder so vor sich gesehen hat, hat man gesehen, wir sind enorm einsatzkräftig. Es war damals ein ausgesprochen hohes Maß an Solidarität spürbar. Eine extrem gute Zusammenarbeit zwischen den Organisationen. Und wenn ich da anschaue und sehe jetzt halt die 800, die da sind, stellvertretend für Tausende im Lande, dann möchte ich erstens herzlich begrüßen und zum Zweiten, wie bei der Einladung, einfach einmal sagen, herzlichen Dank für den Einsatz. Der Kabarettist hatte zugleich die Ehre, auch alle 7 Organisationen auf dem Festakt vorzustellen und das mit eigens komponierten Songs. Das Rote Kreuz ist da. Das freut mich ja auch so, aus Liebe zum Menschen. Wenn jemand etwas passiert, dann sind sie sofort da. Kein Mensch wird im Stich lassen, aus Liebe zum Menschen. Ich darf auf die Bühne bitten als Vertreter. Ein großes Dankeschön auch von uns an die rund 13.500 Menschen, die in Vorarlberg im Sicherheitsbereich ehrenamtlich engagiert sind. Soweit zum Dankeabend und weitere Meldungen des Tages gibt es nun im Überblick. Wechsel an der Caritas-Spitze. Die Caritas Vorarlberg bekommt ab 1. November einen neuen Direktor. Wie Bischof Benno Elbs heute verkündigte, tritt Dr. Walter Schmolli in die Fußstapfen von Peter Klinger. Ja, ich darf einfach mitteilen, dass der Caritas-Direktor Peter Klinger vor einem Jahr an mich herangetreten ist, dass er gerne eine neue Aufgabe in der Caritas übernehmen möchte, nämlich die Sorge der Menschen mit besonderen Bedürfnissen, ein großer Bereich der Caritas. Ich habe dem zugestimmt und habe dann im Anschluss natürlich einen neuen Caritas-Direktor gesucht und in der Person von Dr. Walter Schmolli gefunden. Ich freue mich sehr, dass er bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Er ist wie Caritas-Direktor Klinger auch ein sehr sozial engagierter Mensch, der sozusagen den Gedanken der Nächstenliebe im Herzen trägt. Als Nachfolger für den Herrn Pastoralamtsleiter Dr. Schmolli haben wir uns für Herrn Martin Fenkert entschieden. Er hat schon viele Bereiche in der katholischen Kirche mit seiner Kreativität und innovativen Art bereichert. Er war zuerst Leiter der Evangelisationsschule in Wien, hat dann bei Spar Vorarlberg im Marketing gearbeitet, war auch zeitlang Journalist und jetzt seit 5 Jahren Leiter der Berufungspastoral in der Diözese. Und deshalb sind diese 3 Veränderungen für mich auch eine große Freude. Peter Klinger wird mit 1. November Caritas-Fachbereichsleiter für Menschen mit Beeinträchtigung. Damit tritt er in die 2. Leitungsebene der Caritas. 25 Jahre lang war Peter Klinger der Direktor der Caritas. Und Anklage gegen Asylheimangreifer und Fensterschützen in Bregenz steht. Anfang September soll ein 27-jähriger Mann erst einen Feuerlöscher in einem Asylwerberheim in Bregenz versprüht haben und noch in der gleichen Nacht mit einer selbstgebastelten Waffe aus dem Fenster auf Passanten geschossen haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift mit 6 Punkten fertig. Der Prozess soll bereits Anfang Oktober stattfinden.
werden. Dem 27-Jährigen drohen insgesamt bis zu 3 Jahre Haft. Wo gestern noch der Dankeabend für die Blaulichtorganisationen vor Radlberg stattfand, geht es ab heute so richtig rund. Das Bockbierfest 2015 steht in den Startlöchern. Ja, Donnerstag immer, wie immer, Clubbing, Dogana. Ich glaube, es sind 2.500 angemeldet. Wird der Hammer. Freitag sowieso volles Haus. Bockbieranstieg für die Geladenen. Und am Samstag große Bockbierparty. Sonntag Frühschoppen, Umzug, Busverlosung. Und dann ist eh schon wieder vorbei. Weiß man schon, wie viele Lose das vergeben wurden? Lose, also ich gebe war es in 250.000 Codes in etwa. Wahnsinn, oder? Unglaublich, hat es noch nie gegeben von Radlberg. Also kann man jedem nur gratulieren. Super, und 200 goldene Tickets sind draußen und einer nimmt den Bus mit heim am Sonntag. Und ich freue mich schon zum Ernst Handschüttler. Ihr habt hier beim Bockbierfest auch noch etwas Spezielles eingeführt, eine Craft Beer Bar. Was ist das genau? Ja, eigentlich ist es aus dem Gedanken entstanden, natürlich sind wir stolz auf unser Bier. Und es freut uns, dass so viele Leute zu uns kommen und unser Bier trinken. Aber wir sind natürlich Spezialisten und wir finden noch ein paar andere Biere noch ziemlich cool. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, es gehen wir uns, wir laden ein paar richtig lässige Brauereien ein, die sollen ihr Bier präsentieren. Und jetzt haben wir eine Craft-Bier-Bar mit 35 oder 40 verschiedenen richtig lässigen Bierspezialitäten. Ihr habt ja auch mittlerweile eine eigene Craft, oder ein eigenes Craft-Bier-Bar-Sortiment. Was genau steckt da dahinter? Ja, Craft-Bier nennt man eigentlich handwerklich gebrautes Bier abseits vom Mainstream, abseits vom 0815 Industriebier. Und das machen wir schon lange. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal was richtig Geiles und zeigen mal, was wir können. Da haben wir 3 völlig neue Sorten gemacht, nur für das Fest. Und die werden wir präsentieren. Und die gibt es zum Probieren. Wir sind live beim Bockbierfest mit dabei und liefern Ihnen am Freitag ab 15.50 Uhr die Bilder nach Hause. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. Fußball-Bundesligist Cashpoint Altach erweitert den Trainerstab. Ab sofort wird Didi Berchtold als weiterer Co-Trainer fungieren. Der ehemalige Profispieler unterstützt Cheftrainer Damir Kanady vor allem als Individualtrainer und wird gezielt mit den Spielern und Talenten des Clubs arbeiten. Sein Vertrag läuft vorerst bis Sommer 2017. Und die Eishockey-Cracks des EC Dornbirn bestreiten am Freitag ihr erstes Meisterschaftsheimspiel in dieser Saison. Nach 2 Auswärtssiegen treffen die Bulldogs im Messestadion auf Meister Salzburg. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr. Soweit zum Sport, und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das erfahren Sie jetzt. In der Götzner Tennishalle befinden sich die dort untergebrachten 95 Flüchtlinge in einer freundlichen Herberge, vor allem auch deswegen, weil die Gemeinde Götzis und deren Bürger die Asylwerber mit offenen Armen aufgenommen haben. Das 19. Philosophikum in Lech wurde eröffnet. Heuer diskutieren zahlreiche Experten zum Thema neue Menschen, bilden, optimieren, perfektionieren. Und zu 3.600 Euro Geldstrafe wurde am Landesgericht Feldkirch ein Handwerker verurteilt, der sich durch einen vorgetäuschten Fahrraddiebstahl eine Versicherungsleistung erschleichen wollte. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 13 und 20 Grad. Der Wind weht mit 7 km/h aus West-Südwesten. Bei oftmals starker Bewölkung kommt es morgen immer wieder zu Regenschauern. Hin und wieder kann die Wolkendecke auch Lücken bekommen, die Sonne spielt aber wohl nur eine geringe Nebenrolle. Die Temperaturen passen sich wieder mehr der Jahreszeit an. Der Samstag beginnt teils sonnig mit einigen Hochnebelbänken. Zum Nachmittag hin nehmen die Wolken wieder zu und nachfolgend werden wohl wieder Regenschauer entstehen. Vielfach starke bis geschlossene Bewölkung mit Regenschauer erwartet uns am Sonntag. Und am Montag ist es wolkig bei Temperaturen von 11 bis 16 Grad.